Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen parapsychologischen Untersuchung, die wir hier vor Ort durchführen. Viele von euch kennen eventuell schon das Objekt, den wir uns heute finden. Das ist die sogenannte Sophienheilstätte. Sie ist benannt nach der Großherzogin Sophie von Oranien-Nassau, die kurz zuvor, bevor das Ding hier gebaut wurde, verstorben ist und hat sie ihren Ehrenhalter sozusagen danach benannt. Erbaut wurde dieses Objekt hier im Jahre 1898 als Chorheilstätte und dient halt dazu, Tuberkulose zu behandeln. Das wurde früher unter dem Namen Schwindsucht bezeichnet. Und zum damaligen Zeitpunkt konnten hier bis zu 80 Patienten Platz finden. Natürlich waren die Behandlungsmethoden, wie das halt früher so war, noch nicht weit genug fortgeschritten, weswegen die Heilungsquote jetzt nicht gerade besonders hoch war. Aber nach und nach kam dann die Technisierung, es wurde erweitert, weil es immer mehr Vorfälle gab, die behandelt werden mussten. Und im Jahre 1924 wurde es dann zu einem Chorklinikum, das heißt auch mit medizinischen Fachgeräten, mit Hypothesen, mit Behandlungsmethoden, aber auch mit einer Forschungsabteilung. Und ja, die Leute waren hier, ich sage mal, in Quarantäne gewesen und wurden dann versucht zu behandeln. Ja gut, es wurde immer besser und immer mehr und irgendwann hat sich in der nahen Stadt hier dann ein ganz, ganz großes Klinikum gegründet und mehrere Bereiche wurden von hier dahin weggelagert, es wurde dann zentralisiert und das Gebäude wurde dann im Jahre 1994 komplett aufgegeben. Was war das denn? Ich hab's gehört, gesehen hab ich nichts. War da was? Das wäre ich da dran geflackert, aber nein. Okay, ich hab was gesehen. Ich dachte nur, ich habe ja gedacht, hab das wäre von mir ein Nachdenken. Mach mal so, wenn du es siehst. Streck einfach den Arm aus, mach so, dann merke ich es ja. Okay. Am besten den linken, weil wenn der rechte sehr schön ist, wenn ich mal gucke. 1994 wurde das dann komplett geschlossen. Seitdem gab es ab und an wieder ein paar Investorengruppen, die hieraus verschiedene Sachen machen wollten. Die Rede war mal von den Altenheimen. An sich eine schöne Idee, muss ich gestehen. Liegt relativ gut dafür. Aber wie ihr seht, ist es nach wie vor brach und Stand 2021 hieß es, es ist offiziell noch nichts irgendwie passiert. Und so sieht es ja auch aus. Und ja, was die Berichte erzählen, weswegen wir heute auch hier sind, am Tag wird in der Regel Flüstern gehört, Stimmen, sowohl von drin als auch wenn man nur draußen vorbeigeht. Und nachts soll es sogar so sein, dass Türen auf und zu gehen und manche berichten, dass Türen verschwinden. Also das sieht dann in der Regel so aus. Ich habe mir sehr viele verschiedene Videos angeschaut. Ist auch nicht bei jedem YouTuber, aber bei vielen ist es dann so, wenn sie tatsächlich mal hier nachts da waren, dass sie sagen, wow, ich war jetzt schon 3, 4 oder 5 Mal hier und die Tür habe ich noch nie gesehen, die war vorher einfach nicht da. Nee, wie gesagt, gut. Aus meinem Blickwinkel, ich habe da hingeguckt. Ja. Yeah. Und da war so ein, auf der Ebene, wo es schon eigentlich schwarz sein sollte. Moment, das waren die drei, die ganz helle, die mittlere dunkle und dann wird es richtig dunkel. Mittlere dunkle? Ja. Yeah. War plötzlich so am rechten Rand pechschwarz, so als ob er nicht mehr da gewesen wäre. Ein Schattengestalt. Ungefähr so rein, so ungefähr so ein Stück. Löck. Aber wir haben kein nichts gehört, oder? Ich habe nichts gehört. Du hast sehr gute Ohren. Also für die Kamera. Der Jan hat sehr feine Sinne, manchmal glaube ich, der ist sogar ein bisschen übersinnig, aber in der Praxis hat die Aufnahme der Regel bisher immer bewiesen, dass er recht hatte. So, und wie gesagt, ich glaube bei den YouTubern, die dann nachts hier unterwegs waren, meinen, dass diese Türen dann verschwinden oder auftauchen, das Ding hier ist riesengroß, es ist verschachtelt, verwinkelt. Ich denke, es ist gut möglich, dass man einfach mal eine Tür übersehen hat, auch nach 3, 4 Besuchen, und, oder dass man sie einfach nicht gemerkt hat. Deswegen, ich vermute mal, dass das ist, wahrscheinlich. Wir können natürlich nicht jetzt jede Tür hier monitoren. Es sind, keine Ahnung, wir sind jetzt, ich schätze mal, ein Fünftel, nur auf der ersten Etage ein Fünftel abgegangen, ehe wir das Intro gedreht haben und haben mindestens schon 30 Türen. Wenn ich jetzt das mal 5 mal 4 Etagen rechne, können wir ja machen, 30 mal 5 sind 150 mal 4 sind 600 Türen. So viel Kameras kann keiner tragen. Das kannst du vergessen. Wir werden natürlich ein bisschen Monitoring machen, vor allem so mit langen Gang, in der Hoffnung, dass wir das sehen. Und wir haben ja auch schon ein paar Sachen erlebt und
Das erzählt euch jetzt der Jan. Ja, also wir sind hier in den Raum rein. Der ist ja relativ klein, in Anführungszeichen. Hast du links und rechts haben wir so zwei Sichtfenster gehabt. Hier ist eine Tür offen. Und als wir dann durch den Nebenraum, glaube ich, rein sind. Ne, wir sind da von links gekommen. Genau, wir sind aus dem Nebenraum rein. Sind dann ungefähr zwei Schritte gemacht. Ich habe vielleicht, ich stand hier, du hast vielleicht so 4, 5 reingemacht. Aber wir standen auf jeden Fall, ich stand näher der Tür. Du standest ungefähr ein bisschen näher der Mitte. Wir standen da so, haben uns umgeguckt und auf einmal gab es dann so ein... Ungefähr unsere Lautstärke. Also ungefähr so, wie ich es gerade gemacht hatte. Mhm. So ein Schritt. Und da stand halt hier so, hast du auch gehört, oder? Ja. Du hast dich nicht bewegt, oder? Nee. Ja, dann, naja. Okay. Ne? Der Jan hat auch zuerst gedacht, das war ich, aber ich stand schon ruhig und er stand auch schon quasi richtig. Ich hab ihn halt so verwirrt angeguckt, weil ich dachte, das wäre er halt gewesen. Ne? Ja, und dann ist der Ecke gerade rausgegangen aus dem Gang, also in den Quergang, der zum Treppenhaus führt. Ja, ich stand euch ausgesehen, hinter der Kamera. Genau, ich stand jetzt hier rechts bei unseren Sachen und es hat sich so angehört, als ob, als der Ecke gerade rausgegangen ist, einer an der Tür, da blättert schon die Farbe ab, können wir gleich mal zeigen, mit, wie so einem Fingernagel einmal so von oben nach unten geht und so ein bisschen Farbe abblättern würde. So würde ich es beschreiben als Geräusch. Also ein... Da ist ein bisschen gerieselt. Also, ne? War aber keiner hier. Kann sein, dass die Farbe vielleicht abgefallen ist von sich selber. Ja, ja, das kann sein. Also, die Wände sind so bröcklich vielleicht. Ich meine, das Ding ist riesengroß hier. Es ist alt, es wird immer mal was abgefallen. Hier sind wahrscheinlich auch kaufe Tiere. Aber das wird sich nicht so anhören. Nein, ich habe es ja selbst nicht gehört. Aber wenn du sagst, das ist wie mehrfach abblättert. Ja, als ob einer mit so einem Finger so ein bisschen knibbeln würde. Ja, so, oh, das mache ich jetzt ab. Ja, genau, das war genau so. Ja. Ja, dann... Und dann gerade hier, ich weiß nicht, ob du mit reinnimmst. Ich nehme das mit rein. Ich weiß auch nicht, wo. Genau, ich habe halt dann gerade, Ecki meinte so, wenn du was siehst, mach den Daumen hoch. Ich weiß nicht, ob man das denn, ob das reinschneidet, den Daumen hoch war. Aber ich habe halt gerade, als ich hier rausgeguckt habe, ungefähr Halbhöhe, also ungefähr ein bisschen tiefer als Hüfthöhe. Ich drehe die Kamera, nachdem Jan das erklärt hat, drehe ich die Kamera, zeige euch das. Ungefähr so, also ungefähr zwei Hände. Mit diesem nebeneinander packen würde, irgendwas komplett pechschwarzes, was sich so ein bisschen ins Bild geschoben hat und dann direkt wieder weg war. Vielleicht so eine, nicht mal eine Sekunde. Ich versuche das gleich nachzustellen. Das war komisch. Okay, wir machen das jetzt mal, deswegen ja. Ich drehe die Kamera. Genau. Und der Jan navigiert mich, wie er das sieht. Genau an der Türschwelle, hier, nicht an der, an unserer. Unsere? An unserer, ganz, das war ganz nah, das war ganz nah. Da, wo du gerade stehst, da, wo jetzt deine Hüfte ist, genau Hüfthöhe, so ein kleines schwarzes Ding, was sich reingeschoben hat. Genau so. Oder pechschwarz. Ist mein Handschuh noch dunkler als mein Handschuh? Ja, ungefähr sowas. Hat sich auf jeden Fall bewegt. Genau so ungefähr. Und ich dachte, was ist das denn? Ich hab gedacht, du meinst diesen Nein, Raum. Uns bei uns rein quasi. Okay, also wenn sich jetzt ein Mensch bewegt hätte, sag ich mal. Oder ein Tier. Ja, ja, das hätte man auch jetzt. Guck mal da auf die Tür. Ja. Hätte man den Schatten gesehen. Ja, ausgerechnet ist er gehört. Also, ich versuche jetzt mal möglichst leise mich von der nächsten Tür anzuschleichen. Ja, da auch was. Ja, ja. Ich hab aber das war sehr tief, also Hüfthöhe bei dir. Hätte man direkt gesehen. Du siehst jetzt deinen Schatten direkt an der Tür. Ja, okay, dann. Da kannst du nicht nachmachen, wenn ich. Also, nee, du siehst direkt einen Schatten. Nee, das
war eher so ein, war fast schon wie so ein Holzgeräusch, fast schon. Also es könnte auch nochmal das Holzknacken gewesen sein. Nee, knacken. Also war wieder so ein, wie so ein verzogenes Holzding, kurz einmal so. Also wie so ein, hat sich auch ein bisschen mehr angehört, wie so. Und so ungefähr. Kannst du mal zurückklopfen? Also, für alle, die unsere Gerätevideos nicht kennen, der Jan hat jetzt den RAM-Master, der ist hochempfindlich. Das heißt, der misst alles Mögliche. Selbst die kleinsten Körperfelder oder auch von Wänden etc. Oh, grün sogar. Ich habe meine Thermalkamera auch in der Hand, um zu sehen, ob sich hier irgendwie Kältepunkte oder Wärmepunkte bewegen. Also wir hatten das gerade schon einmal gehabt, als wir in den Raum reingingen, haben wir direkt den rausgeholt und wir hatten mehrere Punkte im Raum, sage ich jetzt mal, die dann lokal kurz waren und dann wieder verschwunden sind. Genau. Nicht wundern, wenn das losgeht, wenn das zu nah an der Wand oder an den Jan oder an mir ist. Das alles hat kleine elektrische Teilchen, die werden alle gemessen, weil es ein eigenes elektromagnetisches Feld hat. Jan, geh mal zum Beispiel zu dem Fenster da. Das dürfte Holz sein. Ihr seht, selbst Holz stört das elektromagnetische Feld. Allerdings, wenn es mitten im Raum reagiert, dann ist da was anderes. Hier zum Beispiel. Das stammt nicht von uns und nicht von den Wänden. Und ihr seht... auch direkt wieder weg. Genau. Das ist nur kurz da gewesen. Es ist gerade gar nichts los hier im Raum. Aber null. Links wieder klopfen. Allerdings ist da die Außenwand. Vielleicht könnten das auch wirklich Bäume oder so sein. Okay, du kannst ja übrigens auch nochmal erklären. Oh! Alter! Welche Stufe hatten wir? Blau. Okay. Sobald außer den roten Lämpchen zwei leuchten, ja, ab da müsste auch das K2 ausschlagen. Ich muss mir kurz nochmal das Fenster anschauen, das hat ein thermal komisches Bild. Ist hier jemand? Ich wollte sowieso mit dem Raum hier anfangen, weil der ganz hinten ist. Perfekt, mach das. Ich guck mal. Ich glaube, man lässt uns auch nicht dazu. Grün. Ja, gerade war er bis blau sogar. Okay. Es sind nebenbei nicht unsere Smartphones, sie sind auf Flugmodus. Da achten wir auch drauf. Ich lasse den Jan jetzt kurz noch mal kurz allein und zeige euch ein bisschen was von den Augen. Kann er noch?
Ja. Diese Gestalt an der Wand, die ihr seht, das bin ich. Die Fliesen haben eine sehr glatte Oberfläche und Wärme ist nichts anderes als infrarote Strahlung in einer gewissen Wellenlänge. Und die wird gerade reflektiert, deswegen seht ihr mich da drin. Ich beweise das, ich bewege mal meinen Arm. Man sieht, es bewegt sich genau wie ich. So. Der Bereich, in dem wir jetzt hier gestatten, sind so, ich nenne es mal Bade- oder Duschräume. Natürlich schon stark zerfallen, das ist, denke ich, jetzt nicht so das Wundersame. Auch leider wie fast überall Graffiti. Die Räume sind alle relativ seltsam. Warum? Die sind alle sehr gut abgetrennt und haben teilweise, naja, auch für eine Heilstätte, seltsames Inventar. Ihr seht, hier war mal Strom irgendwie, der von oben war, und hier war eine Kiste, wo auch Stromkabel reinführten. Vielleicht ein Steuerungssystem, allerdings wofür ist die Frage. Hier sind Halterungen mit Bohrungen. Könnte gut sein, dass hier Waschbecken oder sowas angeschlossen waren. Zieht sich hier so durch den ganzen Raum. Wie gesagt, ich bezeichne das jetzt mal als der Bäderbereich. Aber die ganzen Bäderbereiche, ich wundere, dass es unsere Tonaufnahme geht, sind mit Sichtfenstern abgetrennt. Und ihr seht, wie dick das Glas hier ist. Das sind mindestens 1 cm dickes Glas. Hier sind natürlich auch noch alle Steckdosen, aber das Ding hat natürlich keinen Strom mehr. Also ich würde fast schon sagen, das, was immer hier drin war, hatte ich gerade irgendwie entweder verfolgt oder ist davor weggegangen. Gar nichts mehr? Hier ist nichts mehr. Gar nichts. Kein Ausschlag, gar nichts im Raum. Okay. Auch gut abgeschirmt. Und hier schon wieder so eine Trennwand. Dicken Glas. Viele sagen, das wäre ein Durchreichen, glaube ich aber nicht. Das war halt fettes Glas. Das war eher so, dass man durchschauen konnte, vielleicht wie ein Beobachtungsraum. Der Jan hat schon vermutet, vielleicht stand mal ein Pfleger oder Arzt oder was auch immer draußen, hat dann zugeguckt. Auf jeden Fall bei so dicken Glas wollte man verhindern, dass jemand hörst du dieses Gerät? Ist das, was ich erzähle, Quatsch? Dann kannst du ja mal hingehen. Findet ihr auch ein paar Notizen, aber die zum Beispiel an der Tür stehen, die sind ziemlich irrelevant für uns. Ja, und die sind jetzt auch nicht gerade das. Oh, Vorsicht, hier ist ein kleines Loch im Boden. Er war halt bis bei der anderen Loch gewesen. Ach so, okay, habe ich nicht mal gesehen. Vielleicht ins Sichtfeld gehen? Ja. Konnte ich mich hier damals duschen? Glaube ich nicht. Hier sind keine Rohre. Ja, hier führt ein Plastikrohr zwischen diese beiden Räume oder zumindest in die Wand rein. Wurdest du hier beobachtet? Oder hast du gar etwas beobachtet? Mensch, wenn wir die Türen anschauen, die Türen sind ziemlich dick und schwer. Man wollte ganz sicher gehen,
dass jemand, der auf einer Seite war, nicht auf die andere Seite kam. Die sind doppelt so dick fast wie normale Türen. Aber jetzt doch die Frage, also das der Raum hier, den ich gerade drin bin, der scheint von innen richtig gut verhandelbar zu sein. Wenn du so siehst, hast du hier extra nochmal ein Schloss oben und ein Schloss unten. Die Tür ist sowieso komisch. Wie ihr seht, sind da oben zwei, wie nennt man das, Buntglas? Ja, Buntglasöffnungen. Ich würd vielleicht gar nicht sagen, dass das Buntglas ist. Das ist einfach nur geschliffenes Glas. Ja, also prismatisches Glas. Genau, sagen wir mal so. Das ist einfach nur, dass eventuell Licht reinfallen kann oder raus. Ich weiß halt nicht, wofür. Du kannst halt da nicht durchgucken. Nein, deswegen. Also, und wenn, du guckst auf die Fliesen im Flur. Eben, also das macht halt keinen Sinn. Aber weißt du, was mir auffällt? Ja. Diese Tür kannst du eigentlich nur so verriegeln von dem. Aber diese Tür hier, die hier reinführt, die hast du von der Seite hier hauptsächlich benutzt. Die ist nämlich, die geht nämlich auf der Seite zu. Das warst du mal an mir dran. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das ist richtig krass ab gerade. Ich meine, schön. Das ging gerade. Wow. Okay. Das war wild. Okay, lass uns den Raum mal checken, was es mit dem auf sich haben könnte. Dass das Teil hier liegt, hat nichts zu bedeuten. Vielleicht war das hier ja sogar ein Patientenraum. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Aber was ist denn da drin dann gewesen? Da an der Ecke, guck mal, da an der Ecke war eine Waschgelegenheit. Aber nur Waschbecken, würde ich sagen. Warte mal. Kann das vielleicht sein, dass... Hier ist eine das sind wirklich echte Durchreichen zu verschließen. Warum? Weißt du, das ist ein zentrales Zimmer, glaube ich. Hier stand der Arzt. Das kann gut sein, dass hier der Arzt stand. Aber dann... Ist das richtig gewesen? Da oben, guck mal. Ihr könnt das jetzt auch hören. Ihr hört das jetzt, die Fliegen. Ich weiß nicht, ob sie uns gefolgt sind, aber als wir reingekommen sind, war nichts los. Nein. Sobald wir hier reingekommen sind, ein paar Fragen gestellt haben und uns hier aufgebaut haben, kamen plötzlich gefühlt 20 Fliegen an, die ganze Zeit um uns rumschwirren. Jan, kannst du mal bitte da hoch? Ja. Siehst du das? Da hing mal was. Da war was befestigt in der Mitte, über der Tür. Da. Mhm. Und da führt ein Kabel hin. Und das führt darum wieder in den anderen Raum. Vielleicht wie eine Sprechanlage oder sowas? Entweder da. Oder ein Alarm, ein Licht oder so. Ich würde eher sagen, das ist so ein Ding, ein Transportationslicht gewesen, was dann mehrere Stufen hatte, zum Beispiel Arzt. Genau, bitte Behandlungszimmer 12 oder so, sag ich mal. Ne? Genau. Da über der Tür, schau mal, genau mittig über der Tür, da ist verplombt, da war mal ein Rohr. Ja. Das könnte wirklich sein, dass man theoretisch in den Raum reingeguckt hat. Das war bestimmt irgendwie für was zum Anhängen. Ja, ein Kleiderbügel. Ja. Oder auch vielleicht irgendwie medizinische Sachen, die ganz schwer waren. Draußen ein Zug oder so. Ein Zug, ja. So, hier gehen wir nicht nochmal rein, das ist nur... Der Raum, den wir euch gerade gezeigt haben. So, hier ist unsere andere Kamera, die hier ein bisschen Monitoring macht. Genau. Alter, guck dir das mal an. Wie eine Tradition. Bananenaufkleber und sowas. Oder irgendwelche anderen Aufkleber draufgeklebt. Heidi? Irgendwas? So, aber überlegen wir, was das für ein Raum war. Heizung eindeutig hier. Also ich würde ja fast schon da sagen, war die Heizung, die Gasrohre. Fast so aussieht wie irgendwie eine große Lampe, die nach unten. Ja, das auf jeden Fall. Oder drei Lampen in verschiedenen Höhen, wie man das aus Wohnbereichen kennt. Ansonsten ist hier der Raum relativ. Hier war anscheinend mal ordentlich tapeziert. Hier war so ein schönes Muster. Ja. Hier auch, aber hier hat jemand zum Sprayen das abgerissen, höchstwahrscheinlich.
Nicht wundern, der rote Punkt auf der Fliese, das ist mein thermales Spiegelbild. Genau. Und der andere ein bisschen schräg, das wird meins sein. Ja. Machen wir wieder hier an. Also Strahlung haben wir ziemlich viel. Nicht, ja. Ihr seht nebenbei, selbst wenn hier Strom wäre, könnt ihr nicht strahlen, weil keine Strohleitung in der Nähe ist. Und was jetzt hier so rot leuchtet, das sind die Fenster. Da dringt die Wärme natürlich ein. Aber warum ist das so hoch? Warum war da so ein tiefer Bereich? Vielleicht, dass das Wasser nicht in den anderen Bereich kommt, dass es quasi dann aufgehört wird? Wir müssen kurz nach. Ich denke gerade erstmal über den Stuhl nach. Weißt du, dass der Stuhl sehr unnormal ist? Ja, der ist sehr unnormal. Aber weißt du, was viel unnormaler ist? Ja. Diese komischen Käfige für Nagetiere oder so da vorne. Ja, klar, ich Raum für Raum. Aber ich frage mich trotzdem, was ist mit dem? Warum ist der extra nach vorne geneigt? Vielleicht so für Fußpflege oder sowas? Oder? Man sitzt auf jeden Fall nach vorne geneigt. Stuhl, weißt du das? Man sitzt auf jeden Fall nach vorne geneigt. Oder meinst du für ergonomische Haltung? Nee, pass auf. Man saß gar nicht nach vorne. Man saß mit den Beinen nach hier. In die Richtung. Aber rutscht man nicht dauernd runter? Es ist ja egal, aber du hast dann den Rücken quasi in so einer Lage und kannst den Rücken dann behandeln eventuell. Ja, stimmt. Oder vielleicht hat ja auch jemand einfach nur hier reingestellt, vielleicht gehört er gar nicht hierher. Aber ja, du meinst, was du hier meinst, sind die ganzen Absätze auf dem Boden, ne? Ja. Also, warum sind da dann keine? Warum ist dann, wenn man irgendwie verhindern wollte, dass Wasser oder sowas hier rauskommt, warum ist dann da nichts? Ja, das ist sehr unlogisch. Da kann man ja da durchfließen. Da hinten auch. Ist das auf dem Boden die eingetretene Tür? Ja. Und die hat einer richtig hart ausgezimmert. Die hat richtig eine Hand gekommen. Du siehst das ja, ne? Ja, ja, der ganze Rahmen ist weg. Die wurde richtig rausgehauen. Warum? Und dann? Aber wirklich, der Boden ergibt auch nicht viel Sinn hier. Warum? Weil das aufgehört. Es ist auch nicht befestigt drauf, hier sind keine Bohrungen oder so. Ich meine, hier gibt es ein paar Vertiefungen, aber hier zum Beispiel, da sieht man, da war was drauf, man sieht den Rahmen. Weißt du etwas über den Raum dort hinten, mit den Käfigen? Unser eigenes Thermalbild stört voll. Solange wir hier sind, kann ich die nicht effizient nutzen. Das ist ein sehr komischer Raum. Und was sind das für Käfige? Lass uns reingehen. Darf ich nicht da rein? Wenn wir da nicht reingehen sollen, näher dich zweimal hintereinander dem Gerät hier. Ansonsten nehmen wir das als Erlaubnis, dort eintreten zu dürfen. Ich zähle bis 5, dann laufe ich. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, warte, das wird wahrscheinlich. What? Ist etwas mit dem Raum? Möchtest du nicht, dass wir dort hineingehen? Willst du uns schützen? Wow! What? Ich würde sagen, von hier links. Grün und Gelb, meinst du? Zweite Ebene, grün. Nee, das ist mein Melder, der rot leuchtet. Ja, hat Gänsehaut. Aber richtig. Ich glaube schon ein bisschen. Ja, geringfügig.
Wie soll ich das erkennen? Und ihr seht, wir stehen hier mitten im Raum. Nach oben sind es locker, von dem Messgerät aus, 3 Meter mindestens. Nach unten... Mir ist richtig kalt gerade, Mann. Ich habe kühle Frost bzw. Gänsehaut im ganzen Körper. Ups. Kann es sein, dass das vielleicht irgendwie dagegen gehauen wurde, gegen die Tür, dass wir das ja gehört haben? Eigentlich hätte ich ein bisschen im Raum hören müssen. Was ist das? Ist das denn... Ja, das könnte nicht mal... Ist das denn mein Spiegelbild? Meine Kamera geht automatisch auf Fokus aus. Sie hat den Fokus wieder verloren. Das macht sie sonst nie. Ich habe immer Fokus. Und sie findet ihn auch nicht wieder. Kannst du mal ein bisschen bewegen, dass sie weiß, dass du ein Mensch bist? Stopp. Komm schon, erkenne den Jan. Du kennst doch Jan. Jetzt hat sie den Fokus erst wieder. Jetzt ist mir auch nicht mehr kalt. Ohne Witz, es ist mir wieder warm. Also jetzt ohne Witz. Gerade war mir richtig kalt. Aber jetzt... Jan, hast du eine Bauchtasche? Nein. Du hast ein sehr seltsames Wärmebild. Mir ist hier gerade kalt. Ja. Da, wie als wenn du eine Tasche trägst. Ich friere auch so ein bisschen wieder. Das ist richtig viereckig. Ist aber auch die gleiche Höhe, ne? Ungefähr. Aber, ja, aber du solltest da nicht irgendwie anders warm sein. Nein, die ist die gleiche Höhe wie das, was ich gesehen habe. Ja, aber du solltest da nicht besonders kalt sein. Jetzt langsam normalisiert sich's wieder. Dreh schon bitte mit Hose zu mir. Alter. Und da sind noch die Fliegen. Kannst du schon mit Hose zu mir drehen, bitte? Ja. Also. Nee, jetzt nimmt dein Torso ungefähr die Wärme von deiner Hüfte wieder an. Also jetzt ist mir auch wieder warm an der linken Seite, bis hier. Gerade war mir richtig kalt, auch so vom Bauch ausgehend bis in die Arme. Jetzt ist einfach nur... Auf dem Wärmebild. Ja. War das Viereck hier 5 bis 7 Grad kälter als der Rest. Okay, also herum. War wirklich wie als ob mir das von innen heraus richtig kalt wäre, aus dem Bauchraum. Aber richtig krass. Und dann halt bis in die Arme, hast du gesehen gerade. Ja. Polizeiabsperrung. An die kommst du nicht so leicht dran. Zumindest nicht legal. Was wird hier abgesperrt? Sag mal so, in den ganzen Berichten habe ich jetzt nie gehört, dass es mal... es könnte Folgendes sein. Hier wurden Filme vom Tatort gedreht. Ein paar Tatortfolgen. Okay. Vielleicht ist das noch eine Requisite. Oder es kann sein. Ich weiß leider nicht, wie echt das Polizeiabsperrband in Deutschland aussieht, muss ich peinlicherweise gestehen. Kann ich dir auch nicht sagen. Das amerikanische ist ja gelb-schwarz. Kannst du mal das K2 zur Unterstützung holen? Ja. Ob das reagiert? Soll ich hierbleiben oder mitkommen? Komm mal, bis zum Stelle hier. Jetzt ist irgendwas hier. Das ist ein Satanisten-Pentagramm. Alter. Siehst du es? Es ist die langgezogene Sache. Der ja, Spitz. Mann. Hier hat irgendeiner Pentagramm aufgemalt. Aber ohne Wissen, in dem Kreis hier ist mir richtig arschkalt. Ich habe zuerst gedacht, das wäre nur... Leute, ich hoffe, ihr könnt das auf der Kamera sehen. Für die, die es nicht wissen, es gibt einen Unterschied zwischen einem normalen Pentagramm, das in der Regel beschützend oder beschwörend ist in der Esoterik, und einem Satanisten-Pentagramm. Das Satanisten-Pentagramm hat ein Dreieck, eine verlängerte Spitze und zwei eine kurze... Der Bewegungsmittel ist ausgeschlagen, der Mannschaft hinter mir. Ich kann mich mal kurz hier bewegen. Wenn ich hier stehe, ist er nie und nimmer aufgefahren. Nein. Also du musst fast bis zur Tür gehen. Geh mal. Wir testen mal, wie weit der Jan rangehen muss. Ui, war richtig kalt gerade. Hä? Ich sehe gar nicht aus. Hä? Aber meist hat er eine viel größere Reichweite. Also ich... Ihr habt gesehen, der war noch angewiesen. Wie könnt ihr den mal positionieren? Alter, pass auf, ich stand hier, mir wurde richtig arschkalt, als du geredet hast, und ich habe Schritte aus der Dings gehört, guck hin, das Ding leuchtet, das Ding geht richtig ab. Puh. Ich sag mal das Ding, ne? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das ist jetzt ein bisschen intensiv. Der Jan kennt die Fachbegriffe, nur in der Eile sagt man die nicht immer.
Ich überlege mal, warum hat denn... Soll ich den vielleicht mal an das Rohr da hängen? Da kommen wir auf jeden Fall auch vorbei, das ist tiefer. Aber immerhin hast du es auf den... Ja, ich hoffe, dass es ausgeht. Ich hoffe drauf, dass es ausgegangen ist. Genau, also die eine Spitze ist länger und zwei sind kürzer. Das soll den Teufel halt darstellen mit den zwei Hörnern. Ich hab's auch gehört. Über dem Fenster quasi, über dem Glas da, siehst du das? Moment, du redest von dem Gang? Von dem Gang hier. Von dem Gang, über dem Fenster. Mhm. Über dem Fenster, was nicht kaputt ist bei den Reihen. Ja. Da drüber hat sich was von links nach hinten in den Gang bewegt. Gut, wenn das ein Schatten von außen wäre, könnte es ein Vogel gewesen sein? Ein Schatten vom Vogel? Von der Größe? Hast du den Vogel gehört? Ja, das hat gerade laut gezwitschert da oben. Allerdings zwitschert es da oben. Oder sowas? Nee, innen hier drin definitiv nicht. Also normalerweise sollte ein Geist auf den Bewegungsmelder nicht reagieren, weil er keine Materie hat. Deswegen, warum? Weil der ist ja ausgeschlagen gerade. Ja, eben. Das war richtig komisch. Er muss irgendwas gemerkt. Pass auf, das funktioniert sein Ultraschall. Das heißt, der misst, wie lange es dauert, bis die Schallwellen zurückkommen, wenn die. Ja klar, und wenn da irgendwas zwischen ist, dann. Richtig. Das heißt, es muss irgendwas gewesen sein, was Ultraschall reflektiert. Hast du gehört, oder? Zwei heftige Schritte. Nein. Oben ist irgendwas. Eine Tür oder so zugeschlagen. Kann auch gewesen sein. Es klang für mich auch aber wie schwere Schritte. Oben ist eine Tür zugeschlagen. Es klang weiter weg auf jeden Fall. Irgendwo im oberen Bereich. Ist hier jemand? Man sieht auf dem Boden. Wow. Das ist ein sehr seltsames Pentagramm. Hier steht Diablo und darunter ist auch der Fisch. Der Fisch ist das älteste christliche Zeichen, das es hier gab. Das ist nicht dieselbe Schrift. Nein, ist es nicht. Aber jemand hat versucht, mit dem Jesuszeichen das Pentagramm zu entwerten. Der Kreis war schon vorher auf jeden Fall da, der ist gefliest. Nur die. Man hat einfach dann den Kreis benutzt. Ja. Hat versucht, denselben Farben das nachzuziehen. Diese Tür da, die kann ich von hier direkt sagen, bewegt sich nicht durch Wind. Nee, die ist unten aufgebockt. Ja. Die ist auch schon unten gesplittert. Das höre ich jetzt gerade. Dieses Bock. Ja, das weiß ich. Ist da? Komischerweise genau immer in den Umkreis des Pentagramms. Geh mal zurück wieder, ob es wieder aufhört. Es hat jetzt schon aufgehört. Ja, aber das ist. Ich bin immer. Ich bin hier. Aus der Richtung wurde halt ausgeschlagen. Ne? Oh, der ist Nicht wundern, wenn es Licht angeht, das ist dann der Bewegungsmelder. Stimmt, den können wir aber noch direkt testen, Jan. Ich gehe mal hier durch. Der funktioniert irgendwie nicht mehr. Seitdem der einmal ausgelöst hat, du. Weißt du, was ich glaube? Es ist kalt hier drin. Ja. Weißt du, was ich glaube? Irgendwas hat die Energie weggenommen. Das Ding hat nicht mehr genug Energie. Irgendwas hat die Energie von dem Bewegungsmelder leer gezählt. Und was, warum es hier so kalt ist, hier läuft jeden Zug durch. Ja, ich weiß, aber hier, wie gesagt, das hat mich am Anfang hat mich das ein bisschen leichter Zug ist auf jeden Fall. Aber in der Mitte des Raumes da, ne? Schade, die Scheiben sind raus. Auf den Scheiben steht, was es ist. Da hinten drüben zum Beispiel, da oben steht Station. Aber dahinter müsste irgendwas stehen, Station irgendwas, Station 1 oder so. Ja, yeah, aber hier fehlt es leider komplett. An der Stelle kommen wir immer in den gelben Bereich. Gelb-grün. Warte mal kurz. Das war auf gelb-grün. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist auf Stufe 10 von 15. Okay, pass auf, wir gehen jetzt mal kurz zusammen, hol das K2. Das K2, irgendwas mal hier genau in die Mitte. Jan, ist ihm aufgefallen, hier geht es ungefähr bis blau. Alles von einem in dem Bereich bis blau. Sobald wir zum Pentagramm kommen, geht es bis auf gelb, weiß, gelb, grün.
Es ist wie jetzt, wenn das ein Epizentrum ist, was auch Sinn ergeben würde bei einem Pentagramm. Wow! Das ist viel zu viel Energie. Ich hab wieder richtig Gänsehaut, aber richtig. Also ich zeige euch das mal, Leute. Ihr habt mal kurz eine Hand. Ah ja, ohne dass das passiert ist. Wir müssen mal kurz warten, bis es ruhig ist, damit ich euch das zeigen kann. So. Ihr seht, das ist jetzt, wenn nichts ist. Ja, passt mal auf. Ich gehe mit der Hand ran, dann seht ihr mal, wie nah man da rangehen muss, um dieses Energiefeld zu erzeugen. Bis hierhin waren wir ungefähr, ne? Ja. Ich muss das Ding fast berühren. Und es ist, du hast es gemerkt, ne? Was der Jan jetzt macht, ist, das ist unsere Tripwire. Das sind, ich sag mal, in Reihe geschaltet kleine Paralights. Der baut die jetzt im Kreis ungefähr wie das Pentagramm auf. Und wir schauen, ob die reagieren. Wie gesagt, unser Gerät, was wir in der Hand haben, das ist der RAM Master, ist super empfindlich. Die sind nicht so sehr empfindlich. Allerdings, wenn es große, starke Schwankungen gibt, dann reagieren die auch. Also ihr seht, beim RAM Master hat es gereicht, die Energie. Aber für die Tripwire ist die Energie nicht ausreichend. Oder aber einfach im falschen Frequenzbereich. Obwohl die ziemlich viel abdecken. Der RAM Master deckt halt alle denkbaren Bereiche ab. Was ich euch vor uns eigentlich erzählen wollte. Also, zu diesem Pentagramm. Da hat jemand Diablo reingeschrieben. Das ist unüblich für ein Pentagramm. Ich vermute mal stark, es gibt zwei Varianten, die ich vermute. Variante 1 ist, was die meisten nicht wissen, der Begriff Teufel ist sehr subjektiv. Mit Teufel wird meistens einer der ältesten Engel gemeint, und zwar Luzifer. Tatsächlich ist Teufel auch ein Überbegriff für verschiedenste, nennen wir es mal Dämonen. Zum Beispiel wird Teufel, Luzifer und Belzebub immer im gleichen Atemzug genannt. Luzifer und Belzebub sind aber nicht dasselbe. Luzifer, der Morgenstern, ist ein Engel, der rebelliert hat. Belzebub kommt aus dem alten hebräischen Baal Zebul und heißt so viel wie Herr der Fliegen. Ein Dämon, der halt mit Fliegen zu tun hat. Herr der Fliegen. Hm? Kratzen. Die scheiß Fliege tut hier gar nichts. Achso, außer sie selbst. Da war eine Tür. Wieder eine Tür, hab ich auch gehört. Die war diesmal unten. Ich sah sie mit dem Rücken nach oben. Ich hätte es von hinter mir geguckt. Kamera von vorne und ich laufe von rechts. Links glaube ich auch nicht zu nah. Ist langweilig weg. Hä? Was hast du gehört? Wenn er gehustet hätte. Ich habe irgendwas gehört. Ich wusste nicht, was es war. Ist hier noch jemand? Ist kein Problem, wenn du hier bist. Wir können miteinander reden. Wir wollen den Ort auch nur erforschen. Ja. Und schon wieder wollen wir den Raum betreten und es geht ab. Ist dort etwas in diesem Raum? Du kannst mit uns kommunizieren. Du kannst versuchen, diese Antenne anzufassen. Wenn dort etwas in diesem Raum ist und du uns davor bewahren möchtest, fass jetzt die Antenne an. Okay, ich geh jetzt rein. Siehst du das? Das ist ein Lagerkäfig, oder? Oder irgendwelche. Die Käfige, wo konnte man befestigen? Sie sind unten offen. Und hier ist eine Kette dran. Ja. Das ist so. Ja, das ist ein Metall halt strahlt besonders gut. Alter, das ist wie ein Schlachthaus. Ja. Aber. Hat man hier vielleicht den Tatort dran gedreht? Aber lässt man denn alle Requisiten da? Wofür können denn diese Käfige sein, wenn das originär zur Anstalt gehören würde. Pass mal auf, guck mal, das war ein Eingang hier. Der stand auf dem Boden und hier konnte man. Hallo?
Die dürfen nicht viele Geräusche machen. Mäuse sind die aus Hartplaste. Ja, ich wollte erstmal wegen den Käfigen, aber ist das befestigt? Nein. Doch. Das ist fest, das ist festgenagelt. Da ist ein Nagel drin. Das ist sehr suspekt, dieser Raum hier. Allein schon, weil die Tür dazu ist, wo man einfach ein Loch reingesägt hat. Von der anderen Seite. Doppelt. Hm. Oder ist... Oben sind schon wieder diese komischen Prismen. Ey, Jan. Ja? Stehen hier vielleicht eine Leichenbaum? Oder, ich meine, das ist eine Abtrennung wie eine Kühlkammer. Das könnte sein, ja. Hier ist auf jeden Fall... Hier ist auf jeden Fall... Aber die Lagerfächer stimmen nicht. Vielleicht. Was ist das? Das ist Metall, gerostetes, kleine Metallstücke. Das würde eher zu einem Werkraum passen, aber... Warum hat man hier Ratten oder sowas? Was ist das? Aber wird es warum für Ratten so einen hohen Käfig? Nein, ich meine, irgendwas war hier. Irgendwas. Es war da irgendwas drin, was Luft haben sollte. War hier jemand eingesperrt? Lass uns nachdenken. Hier ist Strom. Wasser, viele Lagermöglichkeiten, diese komischen Käfige. Könnte sowas in der Küche gewesen sein und dann da drüben, ich meine, das sieht ja aus, die Tür hat keine besondere Isolierung, würde ich mal sagen. Da oben war ein Licht definitiv. Und hier wie ein Schlachthaus. Aber dann würde ja hier irgendwo in der Mitte, man hätte ja hier einen Arbeitsplatz gebraucht, einen Tisch oder sowas. Da ist auf jeden Fall eine Markierung am Boden. Stimmt, aber die sehen komisch aus da und da. Wie angegangen ist, wenn irgendwas drin war. Wollen wir da mal reingehen, Mann? Ja. Alter. Meine Kamera ist wieder out of focus. Das war bis blau, also zweite Ebene blau. Der Raum ist komisch. Ein ganz komisches Gefühl. Mehrere Schritte. Wie als ob die Düden mich ja irgendwie so eine Halle hallen. Ist das vielleicht unsere? Nee, ne? Nein. Da oben war eine große Lampe, die den ganzen Raum illuminiert hat. Was war das hier? Hier war ein Schaltkasten oder Strom auf jeden Fall. Hier sind Halterungen an der Wand, da war ein Stromkabel höchstwahrscheinlich dran, schätze ich mal. Hier ganz viele, eine Heizung. Hier war eine Durchreiche auf jeden Fall. Ziemlich viel sogar. Zwei große Fenster. Pass auf. Drückt das die Kinder. War eine Durchreiche, oder? Das kann auch ein Beobachtungsfenster gewesen sein. Das hier hat eine Schiene dran. Links und rechts. Als wenn man was auf- und zuschieben könnte. Vielleicht war das die einzige Möglichkeit, was durchzureichen? Ich habe keine Ahnung. Aber warum sollte man irgendwas in ein anderes Badezimmer reichen wollen? Also eine Art Ding. Das Zimmer ist sehr seltsam. Das sieht nicht aus wie... Das ist dieses komische Schlachterding hier. Also dieses, könnte hier vielleicht Desinfektion gewesen sein? Hier in der Mitte? Das hier vielleicht ein OP-Raum war. Das Ding hing schon immer hier oben runter. War das hier ein Operationssaal? Würde auf jeden Fall vielleicht sogar Sinn machen, oder? Ich bin mir sehr unsicher. Oh, das Ding ist fest hier unten irgendwo. Ich dachte, das wäre irgendwo runtergefallen, das ist fest. Daneben ist was mal. Das ist verplombt wie ein Abfluss. Daneben ein Rohr, hier in der Mitte war irgendwas. Kann das vielleicht sein, dass hier in der Mitte so ein
wie so ein Stuhl zur Behandlung stand oder so? Ja, da oben an die OP-Lampe. Und ganz ehrlich, das hier finde ich am seltsamsten. Das hängt mitten im Raum runter. Da muss wohl irgendwas gewesen sein, was Strom brauchte, was nicht so viel Kabel hat. Und zwar ja, und was einfach so... Nebenbei, das seltsame Gefühl ist bei mir wieder weg. Das war am Anfang ein bisschen. Jetzt, als ich direkt ein bisschen drin stand, war das in Ordnung. Hier ist auch verschiedenste Stromanschlüsse. Sieht mir schon fast aus wie so ein Ding. Wahrscheinlich waren hier Schalter befestigt. Das war auch was das vielleicht war. Also irgendwelche... Alter, hast du was gehört? Warte mal kurz. Hast du das gehört? Nein, aber ich sehe was.